Hallo und herzlich willkommen bei SwagTap. LTE ist in Deutschland zwar bei weitem noch nicht überall verfügbar, aber nach und nach kommt das Ganze auch bei uns ins Rollen. High-End-Smartphones wie zum Beispiel das HTC One XL, das Nokia Lumia 920 oder das Asus Padfone 2 kommen ja schon mit LTE. Was bisher aber eher spärlich zu finden war, ist ein wirkliches Mittelklasse-Smartphone, ein aktuelles Mittelklasse-Smartphone mit LTE und Android OS. Klar, es gibt zum Beispiel das HTC Velocity 4G oder das LG Optimus True HD LTE, die haben aber beide keine Aussicht auf ein baldiges Jellybean Update, das war also mit aktuell gemeint. Das HTC One SV soll dem Ganzen Abhilfe schaffen, man bekommt es Stand heute schon für um die 365 €. Vielen Dank an dieser Stelle wieder einmal an getgoods.de, die mir dieses Testgerät zur Verfügung gestellt haben. Wir sehen hier eigentlich eine typische HTC-Verpackung und aus der wollen wir das Smartphone jetzt mal entnehmen. Vorher vorne das Smartphone von hinten, ja, dann der Schriftzug HTC One SV, HTC Quietly Brilliant auf der Rückseite, ein paar technische Daten und hier wieder mal die Kennzeichnung, dass das Ganze eine umweltfreundliche Verpackung ist und zu 99% recycelbar. Normalerweise ist das Ganze hier auch noch in Folie eingeschweißt, die Folie habe ich aber schon mal entnommen, damit das Ganze schneller geht. Und wir nehmen jetzt einfach mal diese Umverpackung hier ab. Das kennt man ja von den HTC-Smartphones und schauen uns an, was wir dann im Inneren der Verpackung so vorfinden. Da kommt natürlich zum einen mal das Smartphone zum Vorschein. Da stehen auch wieder auf der Folie ein paar technische Daten drauf. Dazu komme ich gleich noch etwas genauer. Ich lege das jetzt mal zur Seite und wir schauen uns an, was wir sonst noch im Lieferumfang finden. Natürlich wieder das Übliche, also ein kurzes Quick-Start-Guide, das euch zeigt, wie ihr den Akku und zum Beispiel die SIM-Karte da einsetzt in verschiedenen Sprachen. Dann die Garantieerklärung. Ja, das Übliche. Ich denke, ihr kennt das. Ich brauche da nicht weiter drauf eingehen. Das interessiert eh die wenigsten. Außerdem natürlich ein typisches HTC-Headset. Das sind keine In-Ear-Kopfhörer, sondern ganz normale Stereo-Kopfhörer in der Farbe Schwarz. Auch das lege ich zur Seite. Dann natürlich ein Micro-USB-Kabel, auch wieder in Schwarz und das Modular. Zusammen ergibt das dann euer vollwertiges Netzteil. Das ist der Standard-Lieferumfang bei HTC. Das ist man so gewöhnt, das kennt man so und mehr gibt es da eigentlich nicht dazu. Nun kommen wir aber zum eigentlichen Star der Show und das ist natürlich das HTC One SV. Ich befreie es jetzt einmal von dieser Folie hier und wir fangen wie immer mit den Maßen an. Das Smartphone misst nämlich 128x66,9 mm und ist dabei 9,2 mm dick oder dünn, je nachdem wie ihr das sehen wollt. Es wiegt 122 Gramm und so vom Ersteindruck her liegt es wirklich ganz gut in der Hand. Wir haben auf der Vorderseite ein 4,3 Zoll großes SLCD 2 Panel, das leider nur mit 800x480 Pixeln, also WVGA, auflöst. Das macht dann eine Pixeldichte von 216 Pixel per Inch. Außerdem findet ihr auf der Vorderseite eine Front-Facing-Kamera, die hat eine Auflösung von 1,6 Megapixeln. Hier findet ihr die Hörmuschel und darunter befindet sich dann noch eine Benachrichtigungs-LED, zu der kommen wir aber dann natürlich im vollwertigen Review. Außerdem auf der Unterseite die typischen touchsensitiven Tasten von HTC, ich halte auch das mal vor die Kamera, für Zurück, Home und Menü bzw. Multitasking. Die linke Seite ist absolut blank gehalten, da findet ihr gar nichts. Auf der Unterseite der Micro-USB-Anschluss sowie ein Mikrofon. Auf der rechten Seite dann die Laut-Leise-Wippe. Die scheint einen wirklich guten Druckpunkt zu haben, aber das kennt man so ja von HTC. Und auf der Oberseite dann der 3,5 mm Klinkenanschluss, ein zweites Mikrofon sowie der Power-Button. Damit wären wir auch schon bei der Rückseite und ihr seht hier, die ist bei meinem Modell blau gehalten. Es gibt das Ganze in Deutschland auch noch in weiß, je nachdem, was euch eben besser gefällt. Das ist wieder Polycarbonat und mit einer solchen Soft-Touch-Oberfläche überzogen, wie man das zum Beispiel vom HTC One X Plus kennt, sorgt für einen hervorragenden Grip. Das HTC-Logo und natürlich hier die Kamera, die hat eine Auflösung von 5 Megapixeln und eine Blende von f2.0. Außerdem hier unten wieder das Beats Audio Branding, wie fast alle aktuellen Smartphones von HTC kommt. Natürlich auch das One SV mit Beats Audio Equalizer. Darunter dann der Lautsprecher,
der hier in diese Rückseitenaussparung eingebohrt wurde. Was die Besonderheit beim HTC One SV ist, ist die Tatsache, dass man diese Rückseite abnehmen kann. Heißt, das ist kein Unibody. Ihr sucht euch einfach einen beliebigen Punkt hier auf der Rückseite und versucht das Ganze abzunehmen. Es sitzt ziemlich streng, das muss man dazu sagen. Spricht aber natürlich auch wieder für die hervorragende Verarbeitungsqualität. Wir legen das mal zur Seite und zum Vorschein kommt hier natürlich gleich der Akku. Ich versuche jetzt erstmal den hier rauszubekommen, ist natürlich wieder auch hier mit einer solchen Folie geschützt und wir schauen uns den etwas genauer an. Der hat nämlich eine Kapazität von 1800 mAh. Ich suche gerade mal, aber das steht hier nämlich auch drauf, 1800 mAh. Ich halte euch das Ganze mal etwas näher vor die Kamera. Hier seht ihr es. Ja, sollte genügend sein für ein Smartphone mit einem 4,3 Zoll Display der Mittelklasse. Hier kommt dann die SIM-Karte rein, hier kommt eine ganz normale Micro-SIM rein und links oben ist auch noch ein Steckplatz für eine Micro-SD-Karte, die kommt hier rein. Der 8 GB große interne Speicher ist nämlich erweiterbar, das finde ich sehr gut, das ist ja nämlich gerade bei HTC nicht so selbstverständlich. Wir nehmen auch diese Folie hier nochmal ab und setzen den Akku wieder ein. Wir packen die Rückseite auch wieder drauf, da muss man natürlich immer aufpassen, dass das Ganze auch wieder überall einrastet und fest sitzt, denn dann sind die HTC Smartphones meistens wirklich hervorragend verarbeitet. So, das Ganze ist schon wieder voll mit Fingerabdrücken, ich mach's mal kurz sauber. Ersteindruck ist, es liegt wirklich gut in der Hand, scheint hervorragend verarbeitet zu sein, aber wie gesagt, das kennt man ja so von HTC. Jetzt wollen wir das Ganze einfach mal einschalten. Wir betätigen den Power-Button für ein paar Sekunden, währenddessen wie immer die restlichen Daten. Wir haben hier als Plattform Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich. Es wird aber bald ein Update auf 4.1 Jelly Bean kommen. Die Rede ist vom Februar, also es soll noch im Februar kommen. Als CPU haben wir entweder den Qualcomm Snapdragon S4 Plus MSM8930, nämlich bei der LTE-Variante. Bei der Variante mit HSPA Plus haben wir den Qualcomm Snapdragon S4 Plus MSM8230. Also sollte man immer beachten. In beiden Fällen ist das eine Dual-Core-CPU, die jeweils mit 1,2 GHz je Kern taktet. Und ihr habt es jetzt ja schon herausgehört, es gibt sowohl eine Variante mit als auch eine ohne LTE. Außerdem haben wir 1 GB Arbeitsspeicher und bei der LTE-Version LTE mit bis zu 100 Mbit die Sekunde. Ja, das war's auch schon wieder vom Unboxing. Ich bin gespannt, was dieses Smartphone so kann und ob es den vergleichsweise hohen Preis wert ist. Klar, 365 Euro ist jetzt nicht zu viel, aber man sollte immer bedenken, dass das hier hardware-technisch ja nichts wirklich Besonderes ist und zum Beispiel ein Nexus 4 bekommt man ja auch schon für 350 Euro und das ist ja momentan im Play Store auch wieder verfügbar. Ja, in diesem Sinne hoffe ich natürlich, das Video hat euch gefallen. Bedanke mich wie immer bei euch fürs Zuschauen und sagt ciao, bis zum nächsten Mal.